Großer Andrang herrschte am Donnerstagabend in der UCI-Kinowelt in Gera. Alle warteten auf die Ankunft eines Kultstars. Bud Spencer sollte zu einer exklusiven Buchpräsentation auch in Ostthüringen vorbeischauen. Und für seine Fans war es ein Muss, ihr Idol einmal hautnah zu erleben. Bud Spencer ist eine Ikone, es ist einfach nur für mich ein Leben. Und jeden Sonntag Kabel 1, wenn was kommt, ich schalte drauf, ich poste es in Facebook, also ich bin wirklich dabei. Und wenn ich ihn heute sehe, gehe ich auf die Knie vorne, glaube ich. Also ich fange ins Blenden an oder irgendwas. Mein größter Traum wäre heute, er macht mir ein Autogramm auf meine Wade. Und mein Tätowierer ist dabei. Der tätowiert es noch im Bus heute nach und habe ich das mein Leben lang hier auf der Wade und im Herzen sowieso. Vier Fights für einen Halleluja, das ist eigentlich der beste Film, den er gemacht hat, finde ich. Und was ich an ihm gut finde, ja, dass er gute Filme gemacht hat eigentlich. Lange Schlangen bildeten sich dann in Kinosaal 1, wo der italienische Weltstar Bud Spencer, der bürgerlich Carlo Petersoli heißt, zu einer Signierstunde Platz genommen hatte. Zeit für jeden Einzelnen blieb da wenig. Insgesamt waren es über 1000 Autogramme, die der 84-Jährige in anderthalb Stunden schrieb. Signiert wurden aber nur seine beiden Bücher, die mit den Titeln Mein Leben, meine Filme und In 80 Jahren um die Welt persönliche und humorvolle Einblicke in das Leben Bud Spencers geben. Dem Autogrammmarathon folgte ein Podiumsgespräch mit Verleger Oliver Schwarzkopf. Und das begann man erstmal mit einer lautstarken Begrüßung. Hallo Gera! Hallo! Danke Gera! In diesem Teil der Veranstaltung erfuhren die gut 500 Zuhörer im Kinosaal noch so einiges mehr über Bud Spencer. Der gab sich dabei sehr bescheiden, doch trotzdem noch schlagfertig, zumindest mit Worten. Ich muss sagen, ich bin zutiefst bewegt und gerührt von dem, was ihr mir hier bietet. E quello che mi dispiace è di non parlare tedesco. Und was ich sehr schade finde, ist, nicht Deutsch sprechen zu können. Ich habe eine Jahre Deutsch studiert, aber ich habe alle vergessen. Sono l'unico attore al mondo che ha la stessa moglie da 54 anni. Ich bin der einzige Schauspieler auf der Welt, der seit 50 Jahren dieselbe Ehefrau hat. Weiter plauderte Bud Spencer über seine wunderbare Freundschaft zu Terence Hill, über die Familie und seine beiden Lebensmottos. Fototenne, ein problemlösendes ist mir egal und ergänzend dazu ein lebensfrohes Ich esse, also bin ich. Zu sehen gab es im Rahmen der Veranstaltung auch Ausschnitte aus einer 5 DVDs umfassenden Dokumentation über das Leben von Bud Spencer. Der italienische Weltstar stimmte dazu sogar noch ein Liedchen an. Mit Standing Ovations bereiteten die Fans ihrem Idol dann einen bewegenden Abschied aus dem Kinosaal. Auf der Tour durch die 4 UCI-Kinowelten steht am Freitag für Bud Spencer noch Potsdam auf dem Programm. Der Stadt Gera sagte er schon am Abend auf Wiedersehen. Es ging erst einmal ins Hotel nach Leipzig. Tschüss,